Moin moin, liebe Leute, und willkommen zurück zu... er macht mir aber wieder die Einleitung kaputt. Ja, willkommen zurück zu Anno 1404 mit der 2 Metropolen Challenge. Und ja, während wir in der letzten Episode beschäftigt waren, meinen kleinen Produktionsfehler auszugleichen, der sich hier durch die gesamte Oaseninsel zog, werden wir uns vermutlich... Oh, was heißt hier vermutlich? Sogar äußerst wahrscheinlich... in dieser Episode so ein klein wenig mehr um unsere Occidentalstadt kümmern. Ist jetzt nur die Frage, um was wir uns zuerst kümmern werden. Werden wir uns um Fleisch kümmern? Werden wir uns um was anderes kümmern? Ich meine, wir haben ja jetzt hier schon einige Aufstiegsrechte und davon, na, es werden noch ein paar mehr werden. Schauen wir mal, denn eigentlich könnten wir hier schon deutlich mehr Patrizier haben. Und in dem Moment, wo wir noch mehr Gesandte haben, werden wir natürlich auch noch mehr Patrizier ansiedeln können. Ist halt jetzt die große Frage, wie gehen wir jetzt als nächstes vor? Ach, ich glaube, wir kümmern uns doch noch weiter um den Orient. So. Schauen wir doch erstmal unseren Bestand an. Was können wir denn eigentlich alles machen? Wir haben, haben wir hier eigentlich ein Korallenriff, das wir Nein. So, hier haben wir ein Korallenriff. Hier haben wir 5. 5 Quellen angezapft. Und lasst mich raten, das ist die einzige... das einzige Korallenriff, das wir angezapft haben. Trading route is lacking goods. Ja, Herrgott, beruhig dich doch. Das ist mir sehr wohl bewusst. Hm, vielleicht würde es auch Sinn ergeben, wenn wir hier anfangen, Willem aufzukaufen, um auf das zweite Riff Zugriff zu kriegen. Weil allzu viel auf Patrizier setzen, werde ich ganz sicher nicht, solange wir da vorsichtig sein müssen. Obwohl, genau, hier könnten wir im Zweifelsfall noch ein Riff anzapfen. Ja gut, also Ressourcen werden doch kein großes Problem sein. So, ansonsten. Duftwasser. Wir haben hier... Production has been disrupted. Wir haben hier 6 Duftwasserproduktionen, was natürlich bedeutet, dass wir theoretisch grob 7000 Gesandte versorgen könnten, würden die alle bei 100% arbeiten. So sehe ich das jetzt eher, dass sie so... zwischen 5.000 und 6.000 können wir damit auf jeden Fall versorgen. Wir haben also dabei noch einiges am Budget zur Verfügung. Wir haben mit unserer Kettenproduktion, kriegen wir auch... Na, dann kriegen wir nicht so viele hin, wie ich gerne hätte. Also Ketten wird vermutlich das nächste sein, womit wir expandieren werden. Kaffee wird genau für 5.000 reichen. Das heißt also, auch da sollten wir gegebenenfalls mal... ein bisschen unsere Produktion erhöhen. Ach, scheiß drauf. Ich baue jetzt hier einfach ein weiteres Handelsschiff. So, damit können wir dann die großen Verkäufe machen. Ich meine, wir verkaufen ja hier schon so einiges. So, Waffen werden wir nicht weiter verkaufen. Ich denke, wenn wir uns hier noch von Kaffee oder vom Parfüm trennen... wird das passen. Wieso leert sich eigentlich der Marzipanbestand? Wir haben Marzipan doch noch gar nicht als Ware freigeschaltet. Kann also zumindest noch nicht von unseren Einwohnern konsumiert werden. Na gut, nämlich bevor wir jetzt großartig weiter unsere Wirtschaft expandieren, brauchen wir jetzt noch ein paar Geldreserven. In der Zwischenzeit werden wir hier ja eh weitere Mosaike sammeln. Aber ich denke, es wäre an der Zeit... Ja, Herrgott sei hier, halt die Fresse! Dass die sich immer für so wichtig nehmen müssen. So, wir werden nämlich mal innerhalb der Mauer so viel wie möglich zu Gesandten aufsteigen lassen. Ja, schließlich können wir noch über 200 Häuser aufsteigen lassen. Das ist eine Ansage. So, damit hätten wir jetzt hier ein bisschen Kaffee. Und voran verkaufen wir aber immer noch Pelz. I rate you high. Ach ja, diese da ist so leicht zufriedenzustellen. Und ich hoffe, dass wir zumindest in dieser Episode endlich die neue Quest von Hassan kriegen, damit wir ihn endlich umbringen können. Ich
Ich habe nämlich keinen Bock, es noch länger mit ihm aushalten zu müssen. Ja, du solltest den Kaiser darüber informieren, dass ich auf Erlaubnis warte, die Korsaren auszurotten. Aber bedauerlicherweise hat ja darauf der Kaiser selber keinen Einfluss. So, hier können wir jetzt auch mal ein paar rohe Pelze verkaufen. Vielleicht bringen die ja auch ein bisschen Geld. So, ohne die entsprechende Weiterverarbeitung. Es wäre eigentlich mal interessant zu sehen. Und hier verliert Hassan wieder ein Schiff. Aber diesmal nicht an mich. Ja, ja. Bla, 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 bla. Und wie wir sehen, bringen die Pelze fast gar nichts. Excellent Foreman, was macht denn der? Ah, ich verstehe. Wir können also auf einer Vulkaninsel Kohle und Eisen entdecken. Das ist ja schön. Wäre es nicht für uns komplett wertlos. So, ich würde sagen, wir werden mal die... Ja, ja, bla bla bla. Ich will keine Hinweise von dir, Lord Northburg. Ich will Geld haben. Und mehr Kaffee. Dann machen wir es mal. Also, wir haben hier... Ja, das haben wir hier nämlich auch festgestellt. Das 6er Layout funktioniert nämlich auch hier nicht. Weswegen unsere Rösthäuser relativ leer stehen. So, das dürfte jetzt schon mal dieses Problem beheben. Ja, ich werde jetzt hier am besten einfach mit dem Vierer-Layout weitermachen. Tut mir zwar ein klein wenig in der Seele weh, aber gut. Ja, 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 ja. Zahir, hör auf zu lügen. Wir kennen alle die Wahrheit. Und die Wahrheit ist definitiv nicht das, was du uns hier erzählst. So, auf diesem Wege verbrauchen wir zwar mehr Platz, aber Platz ist ja nicht wirklich ein Problem auf dieser Insel. Gut. Hätten wir jetzt das hier geklärt und wir können jetzt, na, wir haben jetzt hier 6 Resthäuser. Machen wir daraus mal 8. Das reicht dann bei einer 100%igen Auslastung für 8000 Gesandte. Und das ist, glaube ich, ein Zahlwert, den wir ganz so schnell nicht überschreiten werden. Ja, ich würde gerne Items handeln. Nicht Items, sondern Waren. Verrückt. So, ich denke mal, wir sollten noch mal wieder ein bisschen Glas verkaufen. Was, du willst, es wäre ein Schiff zerstören? Na gut, das kannst du haben. Schicken wir einfach mal unseren Piratenjäger rein. Sollte insofern kein großes Problem sein. Anno 2070 würde mir jetzt hier Statistiken anzeigen, wie viel Geld ich bisher mit Handel gemacht habe. Das wäre nämlich auch eine interessante Info. Ich habe glatt vergessen, wie wertvoll Glas sein kann. Aber gut. So, was wir brauchen, sind natürlich auch weitere Perlenketten. No goods are being carried on one of your trading routes. Oh, Hildegard. Ach, verdammt.
Hat da etwa jemand was vergessen? So, das heißt, wir kriegen sogar dieses Riff angezapft. Und auch das hier. Das heißt also, wir müssen diese Insel mal eben umbenennen. In Perlenduftwasser. Aber wir nennen es einfach Duftwasserperle. Klingt so nach wunderschönem Badesalz. You intercepted the ship in time. Ja gut, das war ja auch keine Herausforderung. So, dann liefern wir mal das Item bei Azar hier ab. Und hier beladen wir uns mal mit weiterem Krams. Nehmen wir mal Bücher und Lederwämser. Dann kriegen wir da noch ein bisschen was vertickt. In more ways than one. So, wir laufen unsere Teppichknöpfe rein. Die laufen jetzt alle jetzt bei grob 100%. Wir haben 12 Stück davon. Ja gut, damit kriegen wir extrem viele Einwohner versorgt. So. Gut, dann werden wir uns jetzt hier mal auch mal ransetzen, dass wir weitere Perlenketten produziert kriegen. You shall hear from me. Sehr schön. Damit kriegen wir jetzt hier 4 weitere Kettenmacher oder wie auch immer man die nennen soll, versorgt. Ne, hier Pearl Workshop. Ja. Did you manage to deal? Thank you. Gut, unsere Jäger bringen wir mal wieder in Stellung. Und hier werden wir mal Baumaterialien einsammeln. Und wir werden auch schon mal ein kleines Schiffchen bauen. Das rein für die Perlenketten, für den Perlenkettentransport da ist. So, und das sollte, ja, mehr. Aber ich denke gar nicht mal, dass wir so viel brauchen werden. Ja, das hier wird eher reichen. Ship ready. So, Duftwasser kriegen wir, wie bereits gesagt, einiges versorgt. Ja, 6 Stück. Ja, das wird auch so für 6.000, 7.000 Gesandte reichen. Da müssen wir uns so schnell keine Gedanken machen. So, hier kommen die Baumaterialien. Da sind sie. Und dann können wir jetzt zur Tat schreiten. Wir haben... Okay, das geht nicht. Aber gut, wir haben jetzt hier 4 Perlenwerkstätten. So, Handelsroute Nummer 19. Die nennen wir jetzt Perlenketten 2. Das war übrigens eine sehr interessante Mechanik für Anno 1800 gewesen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass der Spieler sich wirklich entscheiden muss, wie er sein Reich führt. Dass er es auf mehrere Arten führen kann. Und zwar entweder so traditionsbewusst, dass die Leute ihn wirklich lieben und er ist von den Steuereinnahmen abhängig. Oder man sagt, er geht massiv auf Industrialisierung. Game saved. Und er schafft einen richtigen Industriemoloch. Wo natürlich die Leute extrem unglücklich sind. Das hätte, glaube ich, eine interessante Mechanik gehabt. Da muss halt der Spieler dann halt die Steuern niedrig halten. Aber im Gegenzug setzt er halt massiv auf Handelseinnahmen. Und wenn man dann noch die Handelspreise dynamisch gestaltet, so dass sie sich wie, sagen wir mal, in Offer Trading Company die ganze Zeit immer entwickeln können, dann wäre das, glaube ich, eine sehr, 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 sehr geile Mechanik geworden. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja tatsächlich sowas auch noch rein.
Wir wissen es ja nicht. Das Spiel ist ja noch lange nicht draußen. So, jetzt haben wir hier ein paar mehr Gesandte. Aber wir sind jetzt jenseits der 3000. Tja, Helena, hättest du dich nicht zurückgezogen, hättest du das Schiff versenkt. Das übernehmen aber jetzt wir. Ja, unser Jäger ist bereit. So, wir haben die Kaffeeproduktion verbessert, wir haben die Perlenkettenproduktion verbessert und wir haben die Menge an Gesandten erhöht. Das ist auch schon mal ein guter Anfang. Mal schauen wir mal jetzt. Wir können 40 weitere... Wir können 40 weitere Patrizier haben. Das reicht eigentlich schon fast für ein ganzes Stadtviertel. Deswegen würde ich sagen, platzieren wir hier doch einfach mal in der Mitte eine Taverne und schauen, was passiert. Ja, dieses Piratenschiff ist hinüber. So, bei den Nomaden, während ihr hier alle so froh und munter seid, aber ich keine Mosaik habt, könnt ihr immerhin mehr Steuern abdrücken, ne? Alles andere wäre doch unfair gegenüber den restlichen Einwohnern. So, wir haben alle Sicherheitsgebäude, ne? Wir haben Doktor, Arzt, Zimmermannshäuser. Gut, dann brauchen wir hier eigentlich auch nichts weiter. Platz für den Schulturm haben wir auch gelassen. Warum bist du nicht willens abzugraden? Weil da nur 14 Einwohner drin leben. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen warten, bis wir mehr upgraden können. Dann ziehen wir doch mal unseren Piratenjäger direkt in Hassans Hafen und schauen, was passiert. So, und hier wird vielleicht ein weiterer Steg notwendig. Ach, in der Zwischenzeit können wir uns auch hier eh mal darum kümmern, den Hafen ein bisschen zu erweitern. Diese Fischerhütten, die müssen wir dann natürlich an einen anderen Küstenabschnitt bewegen. Weil da sehen sie einfach nur kacke aus. So, nehmen wir hier mal noch einen weiteren Marktkarren hinzu fürs Markthaus. Dann sind wir hier eigentlich ganz gut eingedeckt. Und können uns von denen hier verabschieden. Und können das tatsächlich als Hafengebiet deklarieren. One of your plants has stopped producing goods. So, wir könnten jetzt hier sogar noch eine zweite Speicherstadt errichten, wenn wir wollten. Weil dann haben wir wieder richtig Lagerkapazität. Wir müssen mal schauen, wie viel Lagerkapazität bringt das Ding am Ende. Dafür ist es 150 kostet. 300 Tonnen. Ja, das Ding ist sogar effizienter als die anderen Lagerhäuser. Damit ist die Entscheidung gefallen. Und die Entscheidung fiel sogar sehr, sehr leicht. So, sehr schön. Hier ziehen wir mal ein bisschen rüber. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, wo macht es Sinn, hier zum Beispiel Reparaturkräne unterzubringen? Ich denke, das hier ist ein guter Ort.
So, zack und weg damit. So, hier in der Mitte wäre es vielleicht sogar sinnvoll. Weitere Kräne zur Bearbeitung unterzubringen. So, natürlich muss das Gebiet, das da genommen wird, das muss natürlich auch durch einen Reparaturkran abgedeckt werden. Ansonsten wäre die ganze Nummer ja witzlos, ne? So, dann nehmen wir genauso noch einen Reparaturkran auf der anderen Seite. So, dann nehmen wir noch einen Hafen hier drüben. So, und hier wäre jetzt die Überlegung, ob wir hier auch noch einen weiteren Landungssteg unterbringen. Ich persönlich bin der Meinung, oh ja, das werden wir tun. So, und hier dazwischen werden wir nochmal ein paar weitere Lagerhäuser reinstecken. Und damit meine ich auch wortwörtlich ein paar. So, jetzt kommen natürlich die Hafenverteidigungstürme. Ohne die geht natürlich nichts. So, und hier könnte man sogar überlegen, ob wir hier noch eine kleine Hafenstatue anbringen. Tja, jetzt im maximalen Grafikdetails. Das wäre ein Anblick wert. So, und auch hier bringen wir mal noch eine weitere Hafenstatue unter. Und damit haben wir jetzt hier eigentlich ein relativ schniekes Hafengebiet, oder? Ich meine, hier ist viel Bewegung los. Wir haben gute Kapazitäten, um Schiffe zu versorgen. Wir könnten theoretisch sogar hier noch wieder Landungsstege errichten. Ja gut, aber wir lassen das mal. Ach, Willem, warum willst du als Nordmann, dass wir eine Moschee bauen? Na gut, so du es wünschst, werden wir das tun. Oh, schaut mal, ein Korsarenschiff. So, 1200 Ehre kriege ich dafür. Zusätzlich zu der Ehre, die wir ja ohnehin noch kriegen. Für den Bau des Gebäudes. Klingt also auf mich erstmal, als wäre das ein vernünftiger Deal.
So, damit hätten wir hier jetzt auch ein paar... Damit hätten wir jetzt hier auch ein paar weitere Patrizier angesiedelt. Oder Patriziere, oder wie auch immer man das ausspricht in der Mehrzahl. Ist ja auch so eine Sache, da habe ich ja auch alles Mögliche gehört. So, damit hätten wir jetzt ungefähr 5000 Patriziere. Dies ist große Anzahl. Bin mal gespannt, wie gut unsere Produktion damit mithalten können wird. Andererseits, ja, wir haben ja schon eine herbe Überproduktion, um es vorsichtig auszudrücken. Aber ich denke, wir sind dabei ziemlich safe. So, und jetzt können wir hier auch die Steuern wieder hochsetzen. Und ja, die Episode ist leider auch schon wieder vorbei. Aber wir waren ja relativ fleißig heute. Das ist halt die Frage, bringen wir hier jetzt noch was unter? Ach, wenn wir hier einfach mal so ein paar Säulen haben, dann passt das eigentlich ganz gut. Ja, schaut mal, wie viele Leute hier rumrennen. Herrscht ja richtig Leben im Hafen. Ja, wie ich schon sagte, das in maximalen Grafikdetails und ich wäre so super glücklich. So, Print Screen. Da kann jeder diesen Hafen bewundern. So, und in dem Moment, wo die nächste Speicherstadt fertig ist, können wir 845 Tonnen Waren hier drin lagern. Dann haben wir wirklich Reserven. So, wir werden uns natürlich in den nächsten Episoden darum kümmern, dass wir noch mehr Gesandte kriegen, weil dann können wir auch mehr Patriziere ansiedeln. Und dann haben wir auch bald in der Innenstadt keine Feldwege mehr. Das ist ja eh ein erklärtes Ziel von mir, all diese Feldwege loszuwerden. Wir müssen es dann nur noch schaffen, die Monumente zu bauen. Und sobald die fertig sind, errichten wir auch noch den Palast. Er wird sich ja voraussichtlich hier in der Mitte erstrecken. Hier wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, wenn ich die Stadt gespiegelt hätte. Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gewesen, aber gut, habe ich halt verpennt. Ja, wäre etwas, könnte man später nachholen, aber es würde halt sehr viele Baumaterialien, vor allem Mosaike, fressen. Bin ich nicht so ein Fan davon. Aber gut, ja, wie gesagt, wir werden uns darum kümmern, die Innenstadt auszubauen. Weiter darauf hoffen, dass wir irgendwann Hassan gekillt kriegen. Weil ohne Scheiß, mir geht es echt so auf die Nerven mit ihm. Im schlimmsten Fall werde ich mich doch mit ihm verbünden müssen. Na gut. Ja, dann hoffe ich natürlich wie immer, dass euch die Episode gefallen hat. Schließlich wissen wir jetzt, wie der Plan für die nächsten Episoden ist. Und wenn ihr Feedback, Kommentare, sonst was habt oder auch ein Autosave, wie wir hier gerade sehen, dann haut mir die Kommentarsektion voll. Game save. Und ja, natürlich würde ich mich immer freuen, wenn der Abonnenten-Counter steigt, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir gefährlich nah an der 100. Und nicht vergessen, sobald wir 250 erreichen, zeige ich den aktuellen Entwicklungsstand vom Projekt Colony. Und ich sage euch gleich, da gibt es inzwischen einiges zu sehen. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns voraussichtlich morgen. Bis denne!